zu unserem Workout mit Körperkraftübung dort, nennt sich 300, was wir heute machen werden. Ist jetzt hier die 14. Woche fürs Wochenende jetzt, speziell für Christoph und für Markus ist das. Wir machen hier Körperkraftübung einmal 30 Squats, 5 Tuck-Jumps, 20 Mountain Climber, 10 Liegestütze oder Push-Ups genannt auch. Dann halten wir kurz 30 Sekunden in der Plank-Position auf dem Ellenbogen. Dann machen wir 20 Vorwärts-Lunges, dann 10 Leg-Raises, 10 Sit-Ups und 10 Windshield-Wipes praktisch. Und das machen wir 3 Runden lang dort. Ja? Das wäre dann Level 1, Level 2 wäre 5 Runden lang und Level 3 wäre 7 Runden dort. Zwischen den Runden könnt ihr eine Pause machen zwischen einer Minute bis maximal 2 Minuten dort. Oder ihr gebt euch die Kante und macht alles nonstop durch. Ja? Wir werden eine Runde für euch jetzt aufnehmen, ja? Und ja, dann müsst ihr dann für euch selbst dann die anderen Runden dann selber dann machen, dann wisst ihr ja, wie es geht. Okay, gut, wir legen mal los mit 30 Squats. Okay, fangen wir mal an. Okay, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. So, Tuck Jumps, Beine anziehen, hochhüpfen dabei, fertig und 1, 2, 3, 4, 5, noch 30 Squats, gehen die Beine nicht mehr so schnell hoch. Okay, fangen mit 20 Mountain Climber. Mountain Climber machen wir so, 20 rechts, 20 links, dann sind es doch ein bisschen wenig. Okay, fertig und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Okay, können wir gleich unten bleiben. 10 Push-Ups. Okay, 10 Liegestütze. Möglichst die Ellenbogen seitlich am Rumpf angelegt. Ist ein bisschen schwieriger. Ansonsten macht das normal. Schulterbreit. Oder wenn es gar nicht anders geht, auf den Knien. Okay, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, gut. Jetzt 30 Sekunden Plank halten. Kommen auf die Ellenbogen. Könnt ihr euch ein bisschen ausruhen. Fertig und los. Schön gerade bleiben. Ja, den Kopf nicht auf die Hände abstützen. So. Dann bleibt man gerade. 15 Sekunden noch. So, die letzten 5 noch. Dann fangen wir mit Lunges an. Okay, komm hoch. So, vorwärts Lunge. Okay, und 1. Immer schön Wechsel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9 und 20. Okay, 10 Leg Raises. Okay, nach vorne, Beine gestreckt, ohne abzusetzen, Beine hoch und runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, danach 10 Sit-Ups, Füße aufgestellt. Okay, hinten, fertig und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, dann die Beinchills, genau, ein bisschen auseinander. Ne? Okay, Beine hoch zur rechten Seite, rüber und zur anderen Seite. Genau. Ich muss gerade andersrum machen, ne? Ja. Gehst du darüber? Okay, und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und den letzten 10. Gut. So, das war's. Eine Minute Pause, ein bisschen durchatmen. Ja, wenn ihr nicht so fit seid, macht ein bisschen länger Pause, bis zu maximal 2 Minuten und setzt dann die nächste Runde dann an. Wie gesagt, erstes Level sind 3 Runden. Ja, kommen wir auf fast oder ein bisschen mehr als die 300 Wiederholungen. Dort zweites Level 5 Runden und drittes Level dann 7 Runden praktisch dann halt. Ja. Ist super Training für den ganzen Körper, für Beine, für Bauch. Bisschen für die Arme, ist ein bisschen weniger dabei für die Arme. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal dann mehr. Ja, oder wie gesagt, ihr versucht es halt 7 Runden für die Cracks nonstop durchzumachen. Ja, das war's erstmal. Ja. Unsere Zeit ist gleich rum, 1 Minute Pause haben wir gleich durch jetzt. Okay, und wir machen jetzt nochmal weiter. Wir probieren jetzt 7 Runden durchzumachen jetzt am Abend. Und wir sehen uns dann zum nächsten Training dann. Tschüss dann.